damit heiße ich wieder mal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Yubo, das Let's Play mit mir, Mintway von den Junkie Monkeys. Wir spielen die B129 und ja, wir wurden entdeckt. In der letzten Folge ging das schon los. Ich bin jetzt schon auf Tauchkurs gegangen, habe die E-Maschinen betrieben, 100 Meter erstmal. Und ich hoffe, dass wir der ganzen Situation so entgehen können. Wäre zumindest schön. Sag ich jetzt einfach mal. Falls ihr natürlich in Zukunft keine Folge mehr von U-Boat verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier weitergeht. Der hat mich jetzt leider entdeckt, der Tümmelklasse-Zerstörer. Kanada. Und hier ist noch einiges. Mal gucken, wie wir das jetzt bewältigt kriegen. So, wir werden mal kurz beschleunigen. Und der hat mich auch schon verloren anscheinend. Dann gehen wir runter auf 150. Jetzt hat er mich wieder entdeckt. Alle Maschinen stopp. Kann doch nicht sein, dass der mich schon wieder entdeckt hat. Okay. 150. Wir stellen uns mal tot. In der Hoffnung, dass das klappt. Okay, er hat uns verloren. Er hat uns verloren. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ab nach oben. 150. Da ist er. Da ist er. Der hat uns jetzt entdeckt, der Hund. Ohne Scheiße. Den halten wir mal fest. Wir sind natürlich jetzt schon in einer riskanten Tiefe. Aber mit ein bisschen Glück findet ihr uns nicht mehr. Das kann nicht sein. Wie kann das sein? Leute, ich glaube, das wird eine ganz harte Angelegenheit, aus der Situation hier wieder rauszukommen. Herr Kaloy? Sonarwellen, Herr Kaloy. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Ja,
Jetzt haben wir ein Problem. Sonarwellen, Herr Kaloy. Jetzt haben wir ein ganz dickes Problem. Und zwar bringt nichts. Na? Hallo? Alle Schotten schließen. Wieso kriegt denn das Licht hier nicht wieder? Was soll denn das? Ah. Okay, jemand ans Steuerruder, das wird jetzt eine ganz, ganz lange Nacht. Jetzt wird es interessant. Ja. Und. AK, geh mal in deine E-Maschine. Zu Befehl. Jawohl. Herr Kaloy. Ganz schnell an die E-Maschine, ganz schnell an die E-Maschine. Und ein Zickzackkurs. Mal gucken, wo der die schmeißt. So, Herr Schwarz. Ne, war richtig. Wir holen uns schon mal ein paar Sonartäuschkörper. Weg da! Einmal raus damit. Das wird interessant, Leute. Neue Tiefe. Und kleine Fahrt. Wo gehen sie denn hoch? Rein theoretisch gesehen dürfte der uns doch schon gar nicht mehr sehen. Ja, ich weiß, dass das eine gefährliche Tiefe ist. Die Richtung. Wir fahren unter die durch. Und werden nachher dann versuchen, andersfertig nochmal anzugreifen. Ich muss mich ausruhen. Hier wird sich jetzt nicht ausgeruht. Na gut, kannst du eigentlich machen. Wasserbomben! Wasserbomben! Ja, das Schöne ist schön weit weg. Weil die jetzt hier hinten bei meinem Sonartäuschkörper rumpimmeln. Weil theoretisch gesehen könnten wir auch langsame Fahrt machen, dass wir hier ein bisschen schneller wegkommen. Kleine Fahrt. Kann doch nicht sein. Alle Maschinen stopp.
schon wieder genau über uns. Kann doch nicht sein. Oh Mann, ey. Schiffsschrauben. Direkt über uns, Herr Kaloy. Wasserbomben. 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 Kleine Fahrt. Schneller, schneller! Und weg hier. Herr Schwarz, an die Navigation bitte. Anscheinend haben wir die Situation unter Kontrolle gekriegt. Ja. Okay, wir müssen jetzt zusehen, dass wir dem Konvoi weiter folgen, weil wir wollen den ja jetzt, der die kriegen jetzt von uns. Ob die wollen oder nicht, die kriegen jetzt von uns. Wir müssen nur mal ganz kurz unseren Nico einmal mit Kaffee versorgen. Und dann werden wir gleich mal ein bisschen weiter auftauchen. Weil so lange so tief ist auch nicht so gut fürs Boot. Dann gehen wir auf 100, 130 gehen wir mal. Versuchen wir jetzt 140. Legen Sie den Kurs an. Jawohl. Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe. Herr Kaloy. So, jetzt sind wir wieder auf Seerohrtiefe. Na, Ränder. Okay. Oha. Hier sind wir im Wasser. Schnorchel ausfahren. Kreisekompass lassen wir erstmal so. Jetzt versuchen wir weiterzukommen. Wir gehen aber so, wir dürfen die jetzt nicht verpassen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, so und dann gehen wir auf Dieselmaschinen und behalten das jetzt im Auge. Laden einmal die Batterien auf. Schotten können wir öffnen. Kapitän. So, einmal Personalwechsel machen zwischendurch. Sehr wohl, Herr Kaloy. Sehr wohl, Herr Kaloy. Nico geht auch mal in die Ruhepause. Wir haben jetzt ja Sicht. Die werden wir jetzt ja so schnell nicht verlieren. Hoffe ich mal. Zehn Prozent Sichtbarkeit ist klar durch die Dieselmotoren jetzt. Durch den Qualm.
Dann werden wir den jetzt mal folgen und werden mal Fühlung halten. Kurs setzen. Zu Befehl. Okay, wir bleiben noch mal so. Jetzt sollten wir vielleicht auf E-Maschinen gehen. Das könnte jetzt wird werden hier. So. Torpedokurs berechnen. Und die Akustik. Wir müssen das jetzt hier alles ein bisschen im Auge behalten. Das sind sie. Feindlicher Zerstörer auf 9 Uhr. Das habt ihr euch gedacht. Machen wir einen zweiten Anlauf. Ist doch alles kein Problem. Aber wir kriegen euch. Torpedo ausrichten. Wir kriegen euch, mein Freund. Wir wollen Tonnage machen, also kriegen wir euch. So, okay. Kapitän. Kursbestimmung Kosten verlassen. Reisekompass war noch aus. Passt. Lenzpumpe aus. Wir sind jetzt gleich wieder im Angriffsmodus. Blaues Licht bleibt an. E-Motoren laufen AK. Das lasse ich mir nicht bieten, Freunde. Erst mich hier mit Wasserbomben bewerfen. Und dann... Denken hat sich erledigt oder was? So, schauen wir mal kurz, wie es zu der Torpedosituation aussieht hier. Ich will nichts sagen, mein Freund, ne? Aber da hast du echt viel zu tun. Ich muss mich ausruhen. Boah, 3 und 4 sind kalt. Seh mal zu. So, wer muss sich hier schon wieder ausruhen? Ja, gut, das ist okay. Jawohl. Das Wetter verschlechtert sich auch zunehmend. Das ist sehr gut für uns. Und wir halten jetzt schön angenehm die Spur. Sehr wohl, Herr Kaloy. So. So, was hat der denn für eine Geschwindigkeit? Entfernung, Geschwindigkeit 10 Knoten. Wir machen 17 Knoten. Dann gehen wir mal auf große Fahrt. So, wie sieht das jetzt aus hier? Die Liberty habt ihr schon. Was für eine Entfernung hat der überhaupt zu uns? Ja, ein bisschen reinsuchen. Na? Hallo, Lineal. 3,3 ist eine ordentliche Strecke. Aber die kriegt er. Aber wir werden erst uns um das Kriegsschiff kümmern. Was ist hier hinten jetzt noch? Hier ist noch ein Frachter. Aber das machen wir jetzt so. Herr Kaloy. Die Liberty ist zu 37%. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wir halten jetzt Kurs. Das wäre doch gelacht. Feindlicher Zerstörer auf 9 Uhr. So, die Liberty haben wir gut ausgerechnet. Torpedokurs berechnen. Den Klasszerstörer ausrechnen. 2-2. Obwohl, hier könnte einer reichen, um den nur davon abzuhalten, weiterzufahren. Dann nehmen wir eine Tiefe von 2 Meter. Oder 2,50. Bei der Liberty. Und dann könnte das klappen. So machen wir das auch.
Hör mal. Herr Kaloy? Pennst du? Du sollst Torpedos aufwärmen, du Lappen. Jawohl. Instandhaltung Torpedos. Das wäre doch gelacht. Wir lassen uns doch nicht von so einem scheiß kleinen Wasserbümpchen da einkacken. Kapitän? Herr Kaloy? Zu Befehl. Herr Kaloy? Lufti, du kriegst mal Kaffee. Weil wenn wir jetzt da gleich die Aale raushauen... Dann brauchst du nämlich Power, Kapitän, um die Torpedos zu machen. Herr Kaloy. Herr Schwarz, Kursbestimmung müsste eigentlich soweit gut sein, Herr Schwarz. Sie gehen auch mal in die Ruhepause. Bestätigt. Jetzt gucken wir nochmal, wie das jetzt hier aussieht mit euch. 85%, das sieht sehr gut aus. Der behält die Sicht bei. Dann werden wir unserem Kaloyen jetzt auch mal schnell einen Kaffee einflößen. So, und wieder an das Angriffsteleskop. Und wieder den Zerstörer weiter berechnen. Was haben wir denn hier hinten? ETF-Klasse. Okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, würde ich sagen. Aber... ich würde mal sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. In der nächsten Folge werden wir natürlich jetzt mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht. Ich verabschiede mich von euch, wünsche noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.